Okay, ja, da möchte ich dich hier weiter, mich weiter hier ausführen. Wir haben ja hier auch das Mikro, das heißt, wenn einer etwas sagen möchte, kann er hier gerne nach vorne kommen, kann gerne etwas sagen. Ansonsten würde ich gerne Florian nach vorne bitten. Er wollte uns noch etwas vortragen. Wolltest du da hin? Hallo. Ich habe mich selber vorbereitet. Ich habe nur jetzt bin gerade dabei, der kleine Prinz zu lesen. Und ich fand ein Kapitel so inspirierend und spannend. Und ich fand das eigentlich mal gut, allen mal zu zeigen. Das 7. Kapitel des Buches. So, der kleine Prinz. Am 5. Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half. Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als pflückte er die Frucht eines in langem Schweigen gereiften Problems. Wenn ein Schaf Sträucher frisst, so frisst es doch die Blumen. Ein Schaf frisst alles, was ihm vor Small kommt. Auch die Blumen, die Dorn haben? Ja, auch die Blumen, die Dorn haben. Wozu haben sie dann Dorn? Ich wusste es nicht. Ich war gerade mit dem Versuch beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzuschrauben. Ich war in großer Sorge, dass mir meine Panne sehr bedenklich zu erscheinen begann, und ich machte mich aufs Schlimmste gefasst, weil das Trinkwasser zu Neige ging. Was für einen Zweck haben die Dorn? Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich war völlig mit meinem Bolzen beschäftigt und antwortete aufs Geratewohl: Die Dornen haben gerade gar keinen Zweck. Die Blumen lassen sich aus reiner Bosheit wachsen. Oh, er schwieg, aber dann warf er mir eine Art Verärgerung zu. Das glaube ich dir nicht. Die Blumen sind schwach, sie sind arglos, sie schützen sich, wie sie können. Sie bilden sich ein, dass sie mit Hilfe der Dornen gefährlich wären. Ich antwortete nichts und sagte mir im selben Augenblick: Wenn dieser Bolzen noch lange bockt, werde ich ihn mit einem Hammerschlag heraushauen müssen. Der kleine Prinz störte meine Überlegungen von neuem. Und du glaubst, dass die Blumen... Aber nein, ich glaube nichts. Ich habe irgendetwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigen Dingen. Er schaute mich verdutzt an. Mit wichtigen Dingen? Er sah mich an, wie ich mich mit dem Hammer in der Hand und vom Schmieröl verschmutzten Händen über einen Gegenstand beugte, der ihm ausgesprochen hässlich erscheinen musste. Du sprichst ja wie die großen Leute. Das beschämte mich. Er aber fügte unbarmherzig hinzu: Du verwechselst alles... Du bringst alles durcheinander. Er war wirklich sehr aufgebracht. Er schüttelte sein goldenes Haar im Wind. Ich kenne einen Planeten, auf dem ein unterroter Herr haust. Er hat nie den Duft einer Blume geatmet. Er hat nie einen Stern angeschaut. Er hat nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Addition gemacht. Und den ganzen Tag wiederholt er wie du: Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das macht ihn ganz geschwollen vor Hochmut. Aber das ist kein Mensch. Das ist ein Schwamm. Ein was? Ein Schwamm! Der kleine Prinz war jetzt ganz blass vor Zorn. Es sind nur Millionen Jahre, dass die Blumen Dorn hervorbringen. Es sind Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und du findest es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dorn hervorzubringen, die zu nichts Zweck haben? Dieser Kampf der Schafe mit den Blumen soll unwichtig sein? Weniger ernsthaft als die Addition eines dicken roten Mannes? Und wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt, nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten, wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens so mit einem einzigen Biss auslöschen kann, es soll nicht wichtig sein? Er wurde rot vor Erregung und fuhr fort: Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt, gibt es auf allen Millionen und Millionen Sternen, dann genügt... Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt auf allen Millionen und Millionen Sternen, dann genügt es ihm völlig, dass er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt sich: Meine Blume ist da oben, irgendwo. Wenn aber das Schaf die Blume frisst, so ist es für ihn, als wären plötzlich alle Sterne ausgelöscht. Und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nichts mehr sagen. Er brach plötzlich in Schluchzen aus. Die Nacht wäre hereingebrochen. Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Mein Hammer, mein Bolzen, der Durst und der Tod, alles war mir gleichgültig. Es galt auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme. Ich wiegte ihn, ich flüsterte ihm zu: Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf. Ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen.
Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich kam mir sehr ungeschickt vor. Ich wusste nicht, wie ich zu ihm gelangen, wo ich ihn erreichen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Danke. Danke, Florian.